Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer nicht neuen Folge, ersten Folge von War Thunder. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was, aber das ist aus uralten Zeiten. Ich habe das Spiel vor keine Ahnung wie vielen Jahren mal gezockt, habe dazwischen dann eigentlich meistens World War Battleship oder wie heißt es, WoW World of Warships habe ich meistens gezockt und habe War Thunder ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Jetzt habe ich gedacht, hey, weißt was? Mal zur Abwechslung zwischen den ganzen Schlachten Mittelerde und hin und her spielen wir jetzt eine Runde War Thunder, weil ich gerne mal wieder probieren würde, wie es wieder funktioniert. Ihr seht, ich habe mich damals, wie es scheint, ein bisschen auf Bomber konzentriert. Also, wie es ausschaut, sind es eigentlich hauptsächlich Fun-Bomber. Das hier schaut nach einem sehr beträchtlichen Bomber auszuschauen. Das hier schaut auch nach einem sehr interessanten Bomber auszuschauen. Links, rechts, Maschinengewehr, oben ein Maschinengewehr, vorne ein Maschinengewehr. Nicht uninteressant. Sowjetunion habe ich nicht wirklich viel. Großbritannien habe ich nicht wirklich viel. Also ich habe mich gleich eher auf die Deutschen damals konzentriert. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Karte. Was haben wir denn noch da? Das Panzerschlacht, Seeschlacht, realistische Luftkarte, Sturmakkad Flugzeug. What the fuck? Weltkrieg? Eigene Schlacht, Ereignisse. Wir nehmen mal eine Akkad Luftschlacht. Komm. Einfach mal zum Gucken. Letztlich, ich habe das ewig lange nicht mehr gespielt. Ich weiß, was früher gab es auf dem Boden dann immer Panzer, die ich versucht habe zu vernichten mit den Bombern irgendwie, um Punkte zu kriegen. Es ist einfach zu lang her. Und deswegen probieren wir das heute aus. Ich habe ehrlich gesagt wieder keinen Plan, wie ich fliege. Scheiße. Ich glaube, F war Flaps, G war Gear. Also ich habe jetzt vorgestern mal Test, Probeflug, wie es ja gleich heißt, gemacht. Und wer ist DQE? Irgendwie habe ich geflogen. Und mit Leertaste gleich schmeißt man Bomben ab. Wie ich die Waffen gewechselt? Okay, hier ist nochmal eine Anleitung. Flugplatz. Okay, ja, ich nehme mal meinen größten Bomber hier, in die Schlacht. What the fuck, ich will fliegen. Und nicht hier einstellen. Eine Stunde 20 Mindestbeladung, eine Stunde 20 Minuten. Achso, wie viel Tank? 4 Stunden? What the fuck ist das denn? Hier ist. Wow! Das war nicht Schub geben. Ich drehe ab, Jungs. Ich gehe Richtung Flugfeld A. Holy shit, da kommt Bomber! Wir müssen so hoch wie möglich gehen. 2300 Meter. Da ist ein Hurricane unterwegs. Hoffentlich nicht Hurricane Katrina. Den habe ich nie gemocht. Die sehen mich hier oben gar nicht. Blöde Frage, wie habe ich die Kamera gewechselt? So. Solange sie mich nicht in wirklich im Ziel. Alles klar, Jungs, wir sind unterwegs. Bomber, keine Ahnung, was ist auf dem Flugweg. Immer noch leichte Geschwindigkeit. Ich muss immer mal wieder gucken. What the fuck? Ah, guck mal. Dass ich. Ah, perfekt, das ist. Ah, geil, Bombensicht. Bisschen abändern, die fahren nämlich. Die sind auf Bewegung aus. Wir haben die Initiative. Bomben raus. Bomben sind raus, Jungs. Ich muss mal zurück zum Flugblock. Oh, fuck. Abdrehen. Ich muss runter auf den Flugplatz. Ich bin Flugsimulatorflieger, kein Kampfflieger. Schauen wir mal, ob die Bomben sich was bringen. Ziel zerstört mehrfach das Stil. Jawoll! Ich habe die zweite Truppe ausgeschaltet. Dann schauen wir, dass wir mit unserem kleinen Bomber hier zu Boden kommen. Ah, warte mal, wir haben wieder Bomben.
Dann zurück zum Kampffeld. Sir, wir wollen Bomben beschießen. Ist das immer? Wer ballert denn da bei mir? Okay, ich muss ein bisschen vorhalten. Los, los, los! Sind alle raus? Ja, hoffe ich mal. Fly, fly away! Hui! Ich glaube, das war ein bisschen daneben. Obwohl, gar nicht mal. Noch ein Panzer übrig, Jungs. Er ist ausgeschaltet, jawohl. So, okay, wo müssen wir als nächstes hin als Bomber? Wir sind ja Bomber und keine... Beschuss! Oh, abgestürzt. Na gut, wir bebomben, Jungs. Ab zum Flugplatz. Bebombung starten. Ich kann halt als Bomber nicht so wirklich viel in der Luftschlacht machen, habe ich das Gefühl. Ich habe zwar die Panzer am Boden ausgeschaltet, aber das war es ja auch irgendwie. Und das war jetzt nicht die große Kunst. Ich bin zweimal drüber geflogen. Also ich bräuchte eher sowas wie eine Spitfire wahrscheinlich. Hier wirklich drüber. Weiß nicht, was hier so Geräusche macht, aber holla die Waldfee. Ich kann auf den nicht ballern. Bewegen uns aufs Flugfeld, Sir. Bebombung kann beginnen. Ach komm, das ist ja langweilig. Okay, was mache ich? Ich bin Bomber. Da sind wieder Panzer. Warte mal, da sind Panzer auf dem Boden. Wo kommen denn die her? Absolut kein Problem für mich, ich bebombe. Bombenabwurf, jetzt! Achso, warte mal, das waren die falschen Button. Fuck, das war der falsche Button. Ich habe irgendwas anderes gedrückt, aber nicht Bombenknopf. Oh fuck, oh fuck. ...7G, das sollte das Ding noch aushalten können. Wir sind ein Bomber und nicht ein kleines... ...ein kleiner VW-Up hier. Der ist immer noch nicht in unserer Kontrolle. Nochmal Tiefflugbombenabwurf. Bomben sind nachgeladen. Ab geht die wilde Fahrt.
Ob man mit einer Bombe wohl ein Flugzeug treffen könnte? Let's try. Schauen wir, wie sehr sich diese trauen. Don't get me. I'm a bomber pilot. You never gonna get me. Fuck, okay. Hab mich doch bekommen. Upsi. Alter, ich will auch so ein Flugzeug. Bin aber nur mit denen zugelassen. Kacke. Und dann nehmen wir die Serie 8. In die Schlacht, meine Brüder. What the fuck? Jawohl. Ich kann ballern. Und ich hab Bomben. Das ist eine coole Kombi. Ausschalten. Wir bomben und dann gehen wir in den Stützflug. Ich habe 12 Bomben mit. Bombenteppich! Jawohl! Warte mal! Wir machen so einen richtig geilen Bombenteppich. Jetzt warte mal, warte mal, warte mal! Jetzt machen wir so einen richtig geilen Bombenteppich mal hier. Und Abwurf. Und jetzt den Sturzflug. Den Bomben hinterher! Ist gar nicht so leicht, das Ding zu steuern, wie ich gedacht hätte. Was ist das denn? Integrität. Oh, Motor. Motor. Fuck. Das war nicht der Plan. Ich muss echt kleine Fighter haben. Ich krieg das mit den kleinen Fighter noch nicht hin. Nehmen wir nochmal hier sowas. Rein da. Wie schaut's aber aus, der Feind scheint nicht zu gewinnen. Zu verlieren. Ich habe halt nur so kleine Bomber. Ich habe halt. Also ich habe Bomber, aber halt keine Kampfflugzeuge jetzt wirklich. Und die sind halt auch. Die sind langsam. Der Feind hat den Flugplatz eingenommen. Oh. Wir müssen etwas tun. Und so schnell, kommt! Feld A, angreifen! Da sind wir doch eh dabei! Bomber kommt von oben wie ein eine Stucker. Erste Bombe away. Hui. Zweite Bombe. Tiefflug. Flugzeug zerstört, weil er meine Treffer nicht schafft. Geil.
Bombe mit einem Flugzeug mit einer Bombe zerstören. Funktioniert. Mission erfolgreich. Yes, Jungs. Das war geil. Mit einem Streich. What the fuck? Was ist das denn für eine Errungenschaft? Eigener Platz im Team 13. Von wie viel? 13? Aber nicht schlecht. Abgeschlossen, abgeschlossen. Not bad Spieler der Statistik. Ah, nicht mal schlechtester. Zwei Kills gerade mal zwar geschafft, aber hey. Ich würde sagen, als nächstes machen wir noch ein Panzerbattle. Und dann wird das schon funktionieren. Ausbauen. Einbauen. Achso, das war einen ausbauen. Hoppsala. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns. Was ist denn hier los jetzt? Fertig. Gut. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.